Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich bin gerade bei und bekämpfe Unkraut auf Feld Nummer 60. Wir werden dann gleich weiterfahren auf Feld Nummer 5. Was machst du heute noch, Kamsi? Ja, ich wasche gerade meinen Tieflader, da ich den sehr verstärkt in Einsatz gehabt habe in letzter Zeit. Und dann werde ich ein bisschen Holz machen, glaube ich. Dann kannst du gleich zu mir kommen. Du musst aufwaschen. Ja, das ist die erste Folge nach dem Livestream. Und wir arbeiten noch ein bisschen heute Nacht. Bis früh um 6. Heute wird durchgemacht. Ja, da. 12 Stunden Stream, ne? Wird irgendwann mal kommen. Nächsten 10 Jahre. Nein, aber. Also 4 Stunden waren schon, naja, ich will nicht sagen hart, aber. War schon recht lang für den Sitzgesäß, ne? Ja, hier Unkraut auf dem Haferfeld, das muss weg. Wir möchten noch maximale Erträge haben diesmal. Das heißt, wir müssen hier was tun. Muss ich mal gucken, wo ich aufgehört habe. Hier ungefähr. Denn hier ist noch Unkraut zu sehen, was weg ist. Ungefähr habe ich mal eine Stelle gemerkt. So, Timer. Dass wir meine Folge nicht so lang werden, machen wir einen Timer an, ne? So wie Countdown-Zähler. Hier andersrum. Was doch hier? War ja fast fertig. Also ich brauche ungefähr 3 Ladungen. Also 2,8 mal 3. Also rund 9000 Liter raus fürs Feld. Naja. Hätte Anna auch nicht gereicht. Ich hatte aber auch einen anderen Let's Play gehabt, dass ich da im Prinzip ja, da habe ich mein Prinzip nachgefüllt mit Cosplay um Hofstationen aufgefüllt und wieder ausgefahren. Immer wenn ich mich vertan habe, flüssig Dünger. Dann ist er umsonst gefahren. Ja, wir fahren ein bisschen Holz vom Sägewerk. Damit hier die Stumpenfräse auch arbeiten kann. Und dann schauen wir morgen, dass wir morgen ingeben, dann ernten können und mit der Ernte beginnen können. Zumindestens auf fremden Feldern, die halt zuerst reif werden. Kollege, du hast doch Stumpen zu stehen hier hinten. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich sehe gerade, ich denke, er ist im Wald fertig. Da stehen noch 20, 30 Stumpen. Oh. Und ich habe schon schlechtes Gewissen gehabt, dass ich keine Stumpen mache. War ein Scherz. Ich habe kein Gewissen. Weder noch. Ich hatte heute ein. Weder gutes noch schlechtes, oder wie? Da wollte gerade ein Balken von dir zu mir. Aber das ist wieder runtergefallen. Aber ich konnte nichts dafür. Ich bin über die Straße gefahren. Einer ist oben drauf. Jo.
Ist ja im Sägewerk so egal, wo das Holz herkommt. So. Ablan, ne? Y. Ja, das Sägewerk muss laufen, muss Geld verdient werden. Ich brauche übrigens den anderen Fahrzeug wieder bei denen lassen. Der macht gerade Gift. Und der andere? Der mäht Gras. Und der andere steht hinten beim Feld Nummer 5. Naja, der andere wird aber fertig sein. Stell mal fest, ich brauche noch mehr Fahrzeuge. Hab nicht genug. Ah, bisher im Wald war. Wie gerade am Weg zum Wald. Ich muss mal kontrollieren, was du da so machst. Jetzt will ich Holz fahren, ne? Ja, ja. Ja. Da liegt der Balken auf der Straße. Ja, das haben die. Von mir? Der wollte zu mir rauf. Da habe ich gesagt, nee, du darfst nicht rauf. Das ist aber sehr anständig von dir. Ich bin nämlich vorbeigefahren auf der Straße. Und dann hast du das Stück Holz vom. Wahrscheinlich vom Anhänger zum Mikro gesprungen. Und der hat so gesagt, ich bin fühle mich so einsam da. Nimm mich doch mit. Also gesagt, nee, das geht heute nicht. Nicht heute, morgen vielleicht. Aber du kannst bei mir bei Bäume. Sicher holt's mehr bei mir. Vorne. Ah, bei der Wiese, gell? Ja, genau. Ach, schon vergessen gehabt, ne? War das jetzt? Scheiße, hätte ich blödes gesagt. Das hab ich vergessen. Hätte ich blödes gesagt. Das hab ich vergessen, ne? Hätte ich schon schön fahren nachher können, ja. Ja, also ganz gemütlich mal eine Fuhre vorbei, die Hälfte mitnehmen. Und wenn man gesagt hätte, Lack am Regen. Da ist ja noch jede Menge. Das ist richtig Kohle, da. Wenn du da zu mir zum Sägewerk fährst, da kriegst du richtig viel Geld. Getreide geht. Du hast die Kohle da stehen. Und du leist den Radlader, dabei steht da rum, ne? Jetzt fahre ich aber gleich zum Sägewerk, das weg ist. Lass liegen, lass liegen. Jetzt findet sie eine. Ja, zum Sägewerk, genau, richtig, zu meinem Sägewerk. Also zu dem, das da gleich in der Nähe ist. Ja, ja, das stimmt. Ist um eine Ecke. Kurz mal Richtung Osten fahren, Westen. Geht schon. Mich festgefahren. Scheiße. Da kennen wir nichts. Hier oben ist ein Traktor.
machen den Baum weg. Oh, weh. Ich hab doch mein Harvest schon abgegeben. Ich bin lange nicht mehr gesägt hier. Was hast du da abgegeben? Den Harvester. Der steht da auf der Wiese. Oh, ach so, da unten. Ah. Ich dachte ja schon zwei. Blocking. Flammenschutz. So. Eine schöne Fuhre Holz, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mein Sägewerk. Ja, ins Öffentliche. Das geht aber nicht. Schlechtes Geschäft. So, mal schnell mal den Düngersteuer. Ja, den Umkopf und nicht der umfahren. Zum anderen Feld. So. Dürfte Umkopfproblem hier erledigt sein. Für die heutige Folge und nächsten Wochen hoffe ich mal. Schauen wir, dass wir dann nächstes Mal Raps einsehen hier. Mit nächstes Jahr. Von dem Betrag noch ein Feld kaufen, wo Raps drauf war oder ähnliches, um die Fruchtfolge einzuhalten. So, jetzt fahren wir zu Feld 5. Da werden wir aber fahren lassen. Mal gucken, ob er hier einen Weg findet. Na, du musst anders fahren. Nicht zurück. Wäre zu weit. So, kann er mal fahren. Ich kümmere mich um was anderes. Um Holz. Den Rest hier rauskriegen aus dem Wald. Und da können wir nachher theoretisch kurz abladen. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal Tschüss und bin gewinnt. Ciao, ciao. Ja, man hört uns jetzt hier.
Ja, vielleicht ist es wohl wieder. Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen.